Wir fangen also einfach mal mit den Seeigeln an. Und viele von euch haben da auch manchmal Probleme mit, einfach nachzufragen oder wie soll ich sagen, zu entscheiden, welchen Seeigel nehme ich jetzt für was zum Beispiel. So ein Echinometra matta ist ein wunderschönes Tier übrigens, wie ihr sehen könnt. Ich habe nur ein Exemplar tatsächlich hier, der ist so groß wie ein Eurostück. Ich hatte eigentlich, weiß nicht, 20, 30 bestellt und einen ganzen bekommen, den haben wir jetzt tatsächlich hier im Shop. Echinometra, diese Art hat halt Stacheln, aber kurz. Und wenn man sich mal dran piekt, tut es zwar ein bisschen weh, aber ist nicht giftig. Und diese Burschen empfehle ich euch halt tatsächlich immer erst, wenn die Aquarien schon ein bisschen älter sind. Die würde ich jetzt also nicht einsetzen, wenn ihr alles frisch abgefahren habt da und jetzt Fadenalgen und so sowas habt. Die sind da ein bisschen gemächlicher. Man sagt ja auch Riffdachbohrseeigel und da sagt man halt nach, dass der sich in die Steine so ein bisschen frisst und sich dann in so eine Art Höhle da verpieselt am Tag. Habe ich hier noch nicht erkannt. Also die laufen hier bei uns immer frei rum. Den einen kann ich euch leider nicht live zeigen, weil den habe ich bei uns hier im Schaubecken rumlaufen. Und ich habe ihn jetzt nicht wieder gesehen. Einmal reingeschmissen. Das wird ein Spaß, wenn ihr einer bestellt. Eigentlich müsste ich ihn rausnehmen. Aber ach, ich habe immer mal wieder solche Sachen. Warum? Einfach, wenn es schwer geht. Ne? Ja, hier könnt ihr das nochmal sehen. Also die sind halt so richtig lila, haben das Charakteristische ist tatsächlich immer hier dieser weiße Kringel. Das macht den halt so sexy. Die sehen nämlich optisch echt gut aus. Hast du schon mal gesehen, Lumi? Nee, tatsächlich nicht. Also für mich sind die alle schwarz. Ja, der ist tatsächlich lila. Also den gibt es dann so in verschiedenen Farben. Ganz, ganz toller Seeigel, wird sehr, sehr alt übrigens. Und den interessiert es überhaupt nicht, ob der an die Luft kommt oder nicht. Ne, das alte Thema. Hallo Pitt-Dollar. Also. Den hier könnt ihr für Aufwuchsalgen sowas halt in der Art nehmen. Also ist kein Problem. Ist ein sehr Darf man die an einfacher. die Luft nehmen? Darf man die an die Luft nehmen, Seeigel? Ja, kennst ja noch von Zalek das Thema, ne? Dürfen Seeigel an die Luft? Hä? Was? Dürfen Könnt ihr Seeigel an die übrigens Luft? den Stream, die Antwort darauf, auf diese Frage, findet ihr in einem YouTube-Video. Ja, Einfach total mal geil. gucken. Nautilus Aquaristik YouTube-Kanal auschecken, dort den Stream, die Reise nach Sri Lanka einfach mal anschauen und Genau. dann erfahrt ihr, ob Seeigel an die Luft dürfen oder auch nicht. Genau, hier haben wir jetzt den ersten Kameraden, den ich mal gleich aus dem Aquarium zerre. Den gibt es wahrscheinlich tatsächlich in zwei Farben. Also du siehst ihn jetzt hier so in Rot. Und den gibt es dann noch in einem Normalton, also so gräulich, sag ich mal. Und ich gucke jetzt mal eben, wo ich den habe. Der pieksig oder ist der weich? Bei dem ist es tatsächlich so, der hat so ganz kurze Stacheln. Also man muss halt aufpassen, wenn ihr Allergiker oder sowas seid. Habt bitte immer Ehrfurcht vor Seeigeln, denn sie sind auf jeden Fall alle minder giftig, sagt man dazu. Ne, das muss er ja sein, damit er nicht einfach so aufgefressen wird. Und so ein bisschen als Schutz brauchen die halt ein Gift. Und ich gucke jetzt mal in der Anlage, hier ist nämlich schon alles dunkel. Ob ich den. Ach, da haben wir einen. Also, ich Sieht habe aus den. wie so eine Kastanie, wie so eine Marone, ne? Ja, man sagt ja Globulus, weil man den wie den Globus, ja, den Globus, die Weltkugel, so sieht. Wenn du willst, kannst du jetzt gleich mal auf Kamera 2 schalten. Sie. Kriegt da hin. 1, 2, 3, Ich zack. hebe den gleich an. Ich habe auch noch hier nochmal eine Lampe. Wenn das immer mal so haucht hier, das ist einfach. Ventilator. Ja, genau, der Ventilator. Kann man das gut erkennen? Ja. Ich habe hier so eine Lampe. Ich muss mal eben gucken, dass das nicht ganz so spiegelt. Ja, so Geht ist das? gut. Geht. Ja, man sieht ihn. Genau. Das ist euer effektivster Seeigel. Also das ist der, der eure Deko am besten in Ruhe lässt, so, außer ihr habt was lose. Also das sind auch so kleine Aufräumer, wie unsere Pink Lady, die wir hatten. Und ihr seht schon, der hat da so drei Steinchen auf dem Rücken. Das machen die natürlich, damit die sich tarnen. Also alles, was kurzstachelig ist, muss sich tarnen, sonst sind sie verloren. Und da sie halt nicht so giftig sind, ja, müssen sie sich zudecken. Jetzt hat er in dem Aquarium, wo er da ist, hat er halt nicht so viel zum Zudecken. Warte mal, ich check noch mal was anderes. Ich habe ja so einen pinken bei mir im Becken Die und wir Pink nennen ihn Lady. immer, genau, die Pink Lady. Er hat bei uns einen Namen und er wird Ludolf genannt, weil er alles an Gerümpel, was er findet, Einsiedler, Gehäuse, inklusive Einsiedler, es wird alles auf den Rücken geschnallt. Als Ja. Schutz tatsächlich oder als Tarnung, ja. Ich könnte sonst mal eine Stehlampe nehmen, wenn es nicht hell genug ist. Aber ich kann auch noch mal Licht hinten und machen. Das spiegelt halt ein bisschen, ne?
Warte mal, check noch mal was. Hast du nicht die Lampe für die Unboxing-Streams? Ja, aber die habe ich so verbaut, dass ich noch gesehen werde nachher, wenn es jetzt dunkel Ah, wird. okay, ist klar. Aber wir machen hinten mal die Sonne an. Er bewegt sich auf jeden Fall, das kann man erkennen. Ja. Enemy sagt, dass er sich eher borstig anfasst. Genau, die fassen sich eher borstig an. Und wenn er an Roteigen geht, müsst ihr immer sagen, oder was ihr für Roteigen damit meint. Wenn ihr Cyanobakterien meint, nein, weil viele vertragen keine Cyanobakterien. Die sterben dann einfach, wenn sie es fressen zum Beispiel. Also da gibt es auch Tiere, die das überhaupt nicht abkönnen. Algen werden Jetzt sieht man es gemeint. gut, ne? Oder? Ja. Also das hier sind sogenannte Aufwuchsalgenfresser. Das heißt, die könnt ihr nehmen, so wie jetzt der Lumi zum Beispiel, wenn der künstliche Steine hat und ihr habt dann halt so einen, wie soll ich sagen, so einen Belag, also so ganz kurze kleine Algen drauf, dann ist der hier der perfekte Bursche. Und diese kleinen Härchen, die ihr da seht, also diese Fäden, das sind so kleine, ich weiß leider das Fachwort dafür nicht. Das sind sowieso kleine Ärmchen, das haftet überall dran und damit kann er sich halt tarnen. Damit nimmt er die Steine auf den Rücken und ja, dekoriert sich dann, sodass er nicht gefunden wird. Und diese Pink Lady, da habe ich leider kein Bild von, weil wir die hier zurzeit nicht im Shop haben, die sind so wahrscheinlich in der Gefahr in der Natur, dass die sich so zutackern müssen und die nehmen da echt alles, was dreimal so viel wiegt, fünfmal so viel wiegt wie der Seeigel an sich und machen sich damit zu. Das heißt also, wenn ihr halt Korallen habt oder Zoanthus, so wie Lumi, dann müsst ihr halt immer darauf achten, dass das alles fest ist, oder? Die Pink Lady hat ja bestimmt auch mal die ein oder anderen Sachen da weggemümmelt, oder? Also auf den Rücken gepackt. Ja, wie gesagt, so ich hatte mal hier die grüne Wiese, so ein Stück, was dann abgefallen ist. Dann rannte er mal ein paar Tage mit grüner Wiese auf dem Rücken rum. Also es ist tatsächlich so, alles, was locker ist oder sich nicht festhält, dann wird das auf den Rücken geschnallt und es ist total faszinierend zu sehen, Ich zeige ja, wie euch der noch das macht. die rote Variante. Also generell ist es so, dass es Seeigel nicht interessiert, ob sie an die Luft kommen oder nicht. Das heißt, man muss das natürlich immer ein bisschen abwägen. So, halt. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht so gut in der Kamera, aber das ist die rötliche Variante. Also so wie ihr den gerade im Shop gesehen habt. Ich mache aber keinen Preisunterschied. Also es gab eine Zeit lang, konnte man halt diese zwei Varianten bestellen und dann war halt diese rote Variante auf jeden Fall teurer als die normale Variante. Wie gesagt, man sieht es jetzt hier nicht ganz so schön. Also der hat halt, diese kleinen Härchen sind bei dem rot. Und die sind auch sehr aktiv und schnell, wie man sieht. Minder giftig, also nicht so schlimm, wenn ihr euch mal stecht. Aber wenn ihr halt Allergien oder sowas habt, passt bitte ein bisschen auf. Nehmt Handschuhe oder sowas. Und wenn ihr den einsetzt, also wichtig ist immer, dass die Salzdichte passend ist, ja, dass das nicht zu stark abweicht, dann sollte man die halt ein bisschen eingewöhnen. Da müsst ihr aber keine stundenlange Tropfenmethode oder sowas machen, sondern da reicht es dann wirklich, wenn ihr halt immer ein bisschen Wasser aus dem Aquarium nehmt und dann halt in kleinen Schlückchen dazu kippt, halbe Stunde ungefähr, außer natürlich, es ist so ein krasser Unterschied mit der Salzdichte, also achtet bitte immer drauf, dass ihr ein vernünftiges Salzgehaltmessgerät habt. Wir sehen das ja an den ECP-Analysen ganz, ganz oft, dass dort die Salzdichten nicht wirklich prickelnd sind. Also achtet da bitte drauf, weil das ist das, was einem Seeigel und auch manch anderem Krebsgetier sofort den Tod bringt, wenn das nicht stimmt. Da ist die Luft halt immer zweitrangig. Ja? Und da gibt es halt so einen Trick, wenn ihr den also kauft und ihr möchtet den einsetzen und ihr habt ein bisschen Angst und so, dann dreht man den Seeigel halt um und streicht mit dem Daumen vorsichtig über das Maul. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich mache die Kamera mal eben höher. Ich muss nur mal den Becher wechseln. Ha, übrigens heute wieder Lumi, guck mal. Das hast du auch wieder nicht mitgenommen. Gestern hast du wieder vergessen, ne? Las Lampos. Ja, unsere stylischen. Die stylischen Ja, Cookins Mann. Weckenlampen. Die sind gar nicht gut angekommen damals. Die haben wir ja so als Werbegeschenk mit reingeballert. Hat kein Hahn nachgekräht. So, also jetzt haben wir hier den Seeigel. Jetzt seht ihr den hier. Jetzt stellt euch vor, ich habe Handschuhe an. Dann kann man den nehmen. Dann macht man mit dem Daumen, streicht man hier so über den Mund. Also man lässt den einfach drauf, macht so, dann schließt er den Mund. Dann könnt ihr den so, wie er ist, verkehrt rum nehmen und verkehrt rum ins Aquarium schmeißen. Habe ich jetzt gerade getan. Das ist eigentlich schon alles. Sollte der halt Luft gespeichert haben im Maul. Ich zeige euch gleich noch einen anderen Seeigel.
Da kannst du mal im Shop eben auf den Gratilla gehen, Lumi. Guck mal, ob du das Ja, hinkriegst. ich Den hole ich mal eben. schaue Ach, mal. hier ist noch ein anderer. Ich sammle mal eben ein paar Pa Seeigel ein, damit ihr ja, hier ein paar schöne Seeigel seht. mach mal parallel, während du da jetzt gerade sammelst. Ja. Eben war Sylt hatte nach den Kalkrotalgen gefragt, also als es Ja, um genau. die Moderier mal ein genialen. bisschen, dann kann ich nebenbei antworten. Genau, als ob der, also geht den Seeigel, die wir eben hatten, gehen die an Kalkrotalgen? Das machen alle Seeigel. Ach, das machen alle. Okay, Ja, gut. weil das ist halt eine Alge. Ja, Und wenn okay. die Tiere nicht mehr genug Algen finden, die sie mögen, dann ist als letztes immer die Kalkrotalge als Futter Ja. gedacht. Ja? Ja. Und das ist bei allen Seeigeln tatsächlich so. Es gibt halt welche, die gehen da öfters und schneller dran. Ja. Und es gibt halt welche, hier ist auch ein abgefahrener Seeigel, den ich gerade hole. Das wird gleich gut. Also ich mache hier gerade mal so eine kleine Seeigelzusammenstellung. Ja. Hoffen wir, dass es für den Chat nicht langweilig ist, Seeigel angucken. Ja, Aber ich glaube, es ist doch mal ganz interessant, oder? ich denke schon. Also ich finde das zumindest spannend, die Segel zu sehen. Ich hatte hier eben irgendwas. Habe jetzt auch einen giftigen dabei, den zeige ich euch gleich. Enemy sagte, dass Einsiedler Terroristen sind. Warum sind es Terroristen, Enemy? Bei den Einsiedlern ist Letzte. das sehr interessant, weil die meisten kaufen immer die falschen Einsiedler. Das ist das Problem. Letzte Worte des Sportlehrers kenne ich noch. Alle Speere zu mir. Ah, Es sehr dauert einen gut. kleinen Moment, weil ich muss hier den einen mal ausbauen. Der hat sich hier Ja. so mit dem Deck Oh, ich hänge verbaut. schon wieder. Moment. So, jetzt ist das mein Bild auch wieder läufig. Welchen Segel wolltest du im Shop gerade noch mal haben? Also ich habe jetzt eine Auswahl vom Gratilla gerade. Gratilla heißt er. Attila, der Hundenkönig. Der Igelkönig. Ist so ein dicker, großer. Kannst ja mal einfach in die Rubrik. Ah, da bist du schon. Trip Bin neuestes ich schon. Spezies heißt der. Na, bist Ach schon. so. Genau, den kannst du mal anklicken. Ja. So, den Neues Burschen habe ich jetzt Spezies. hier live Moment, im Becher Moment, gerade. Moment, Moment. So, jetzt. Genau, das ist der Trip Neuestes. Das ist ein Seeigel. Guck mal auf das Deko, was der da hat. Dieses Blatt da, kannst du das sehen? Diese Alge? Das hier? Ja. Ja. Da hatte ich gestern jemanden, der war bei mir zu Besuch. Auch guter Kunde und guckt auch immer mit in den Streams. Wenn er jetzt dabei ist, schickt mal ein Hallo raus. Und da gibt es eine Alge, die halt so aussieht wie das, was wir da auf dem Bild sehen. Das ist eine Ulva oder Ulvacea-Alge nennt die sich. Ja. Und da hat er mich gefragt, wer frisst denn? Jo, ich, Stefan war es. Genau, Tag erstmal. So, und dieser Seeigel frisst diese Alge. Das ist auch einer der wenig bekannten, der diese Ulva-Algen frisst. Also wenn ihr sowas habt, das ist ja eigentlich keine schlechte Alge. Das ist eine Alge, die höher betitelt ist. Also man sagt dazu höhere Alge. Durchaus gut. Nimmt Nährstoffe aus dem Wasser, all solche Sachen. Und ja, diese Burschen hauen auch diese Ulva-Algen weg. Nur leider, jetzt kannst du mal auf die Kamera klicken, auf den Becher. Ja, mach Habe ich sie im ich. Moment nur noch in dieser Größe da. Wie stehst du denn allgemein zu Algen? Also viele gerade so Beginner, die, ich hatte das am Anfang so, oh, das sind Algen, das sind Algen. Immer Scheiben putzen, Scheiben putzen, Scheiben putzen, da sind Algen, da sind Algen. Ja, wie stehst du dazu? Findest du Algen gut? Ja, Gehören Algen für dich gar nicht in Becken rein oder doch. auf jeden Fall? Ja, das zeigt ja, wie gut die Biologie ist. Warte mal, ich muss mal eben das Bild da machen, wie ich selber gucken kann. Ihr seht, der ist sehr, sehr aktiv hier, ne? Also Algen gehören auf jeden Fall ins System, weil auch in der Natur habt ihr Algen. Ja, da ist es nur halt, wie soll ich sagen, da gibt es so Algenfelder, die unter gewissen Umständen dort wachsen und in anderen Regionen wachsen diese und diese Algen nicht. Das heißt, wir haben ja zu Hause so ein Tutti-Frutti-Aquarium. So nenne ich das immer ganz gerne, weil wir natürlich alles Mögliche an Tieren zusammenpferchen, die in der Natur sich manchmal gar nicht begegnen. So, und da ist zum Beispiel dieser Seeigel, den ihr hier seht, der Pinguin und kommt. Eisbär zum Beispiel, ne? Bitte was? Pinguin und Eisbär zum Beispiel. Genau. Der hier kommt hauptsächlich aus Afrika, dieser Bursche. Es gibt auch indonesische Varianten, aber dieser hier, weil der ist rein weißstachlig, ich mache mal wieder ein bisschen die Sonne an. Ja, da kann man das sehen. Es gibt noch eine Variante, der hat auch hier Zoas auf dem Rücken, siehst du das da? Ja, ich wollte Der sagen, der hat da irgendwas ist, am Start, ne? genau, der ist an einer 3 Meter unterwegs und hat sich jetzt hier so eine Zoa aufgesetzt.
Ja, die Kunden freuen sich immer, wenn ich Segel verschicke und da sind dann Zoas drauf oder so. Weil manchmal mache ich das mit Absicht. Manche verfluchen mich dann, weil sie, scheiß Zoas, wie ihn hier haben. Andere sagen, ey, geil, da waren Zoas bei, haben nichts gekostet. ja, kann jeder dann selber entscheiden. Manchmal lasse ich die einfach drauf, die Deko. Und wenn man Glück hat, ist tatsächlich beim Bestellen auch mal eine Zoa mit drauf oder so. Mache ich immer so als Gag. Wie gesagt, manche hassen mich dafür, andere finden es toll. Naja, auf jeden Fall. Wir hatten auch schon mal So eine Kenia-Bäumchen drauf oder so. schöne Mindtrick hinten auf dem Rücken. Ja, so eine mega teure, ne? Ja, und dann erstmal schön in die Tonne werfen, weil man sie Was nicht haben will. total krass ist, das könnt ihr aber, glaube ich, in der Kamera nicht sehen, das bewegt sich hier alles. Also sprich, der hat jetzt hier seine kleinen Fühler. Das könnt ihr, glaube ich, Sieht gut man. erkennen. Und das, was dazwischen schwarz ist, das könnt ihr aber, glaube ich, nicht sehen, oder? Das bewegt sich auch. Das heißt, der hat da auch ganz, ganz viele kleine Ärmchen. Ich versuche mit der Kamera noch dichter ran. Da muss ich mal gucken, Lumi, sieht man das? Das Schwarze da, dass sich das bewegt? Kannst du das erkennen? Tatsächlich nicht. Nee, ne? Aber Schade. das Weiße sieht man alles. Aber Ja. ich vertraue dir da voll, Ich dass glaube, es ist auch ein sich bisschen zu bewegt. nah dran, ne? Jetzt ist er unscharf, warte mal. Ja. Nein, also ist tatsächlich so. Warte mal, ich hole mal was zum Zeigen, weil es echt interessant ist. Und da sitzen nämlich die Gifte zwischen. Das heißt, ihr müsst also aufpassen. Diese Sorte ist tatsächlich etwas griffiger. Also ich nehme mal hier die Pinzette zum Zeigen. Also hier zwischen. Hier seht ihr die Stacheln, die bewegt er jetzt. Das ist eine Abwehrhaltung. Also wenn ein Seeigel das macht, seid bitte vorsichtig. Hier gucken die Stacheln oben raus aus dem Wasser. Ja. Und hier zwischen. Hier, da hat er so ganz, ganz viele kleine schwarze. Kleine Noppen, sag ich mal. Aber wie gesagt, das ist so klein, das könnt ihr nicht sehen. Und hier sitzen die Nesselgifte zwischen. Und da muss man halt aufpassen. Also wenn ihr offene Finger habt oder sowas, bitte nicht da einmal einfach so reingreifen. Ich mache das natürlich ständig, jeden Tag, ja, ist klar. Berufsrisiko. Aber zu Hause achtet bitte drauf. Also bestimmten Seeigeln solltet ihr halt bitte immer Handschuhe anziehen. Weil diese Stachel hier, die können schon echt Aua machen. Ich ärgere den mal ein bisschen. Dann werdet ihr gleich sehen, dass der anfängt zu rühren hier wie so ein Blöder. Weil ich könnte ihn ja, er wehrt jetzt ab, ne? Hier, jetzt könnte Fass ihn ruhig an. Wir stellen uns vor, du hättest Handschuhe er. an. Ja. So schwarze Nippel, schreibt Caro, sind das. Ja, genau. So ganz kleine, feine, schwarze Ärmchen. Aber hier Millionen, würde ich fast sagen, auf ihm, ne? Da gibt es noch eine Variante, die haben dann so rote und grüne Stacheln mit und der ist halt rein weiß. Super nützlich, tut keinem was zuleide, passt halt immer nur ein bisschen drauf auf, wenn ihr da reinfasst, dass ihr euch nicht verletzt oder piekst. Ich reagiere da nicht mehr drauf, aber manch einer kriegt dann dicke Finger oder ein bisschen Kopfschmerzen oder sowas, da müsst ihr bitte ein bisschen aufpassen bei dem hier, ne? Ja. Ansonsten ein Seeigel, der echt alles frisst. Also auch die geliebten Kalkrotalgen, wenn nichts mehr anderes da ist, ne? Ja. So, dann zeige ich euch mal, da gehst du nochmal in den Shop, dann kann ich hier kurz umbauen. Natürlich. Was darf ich jetzt Jetzt mach mal, präsentieren? such mal Lanzenseeigel. Das sind hier bestimmt wieder anders genannt, Da ist er sodass ich ihn unten. nicht Da finde. sind zwei Stück. Ich zeige euch, glaube ich, den rechten Oh, es davon. steht sogar dran. Ich finde, diese Viecher sehen so ein bisschen ekelig aus. Die erinnern mich an eine Vogelspinne und Spinnen mag ich nicht. Ja, der ist tatsächlich gerade wie eine Vogelspinne im Live-Bild. Die kriegen wir aus der Karibik tatsächlich. Da habe ich den wandernden Handtuchseeigel gehabt. Seht ihr das? Das sah so aus, wenn der auf dem Handtuch wandert. Ja. Der war halt im Becher, weil ich immer nicht weiß, wann sehe ich den wieder. Also das ist so ein Seeigel, der geht immer gerne in die Deko, ist nachtaktiv, frisst aber auch wunderbar höhere Algen, also auch mal Fadenalgen und sowas, wenn ihr das habt. Aber Ja. tatsächlich nur nachts unterwegs. Ja. Am Tag sitzen die irgendwo in den Ecken, dann sind immer da zwischen Steinen, sieht man die nicht und nachts kommen die dann raus, fressen Aas, also alles, was so an Futterresten übrig bleibt, dann halt Fadenalgen, alles so an Aufwuchsalgen, machen die sehr, sehr gut, aber nicht sind nicht die schnellsten. Ist also so also ein Seeigel, der so in gut eingefahrene Becken reingesetzt werden sollte, der jetzt nicht ungefähr so die, wie soll ich sagen, Nippel. Ich lese Nippel, ja. Die hat Lumi gestern auch mitgenommen, ne? Die Nippel-Zoas. Die Nippel, ja, die. Ah, siehste, da wollte ich dir noch ein Bild schicken. Ich habe ein Bild extra für dich gemacht. Ja. Sandra hat auch ein Bild geschickt, habe ich gesehen, von der Pink Lady. Ja, im Discord. Ausrufezeichen Discord für alle, die da noch nicht sind. Denkt Genau. dran, Regeln akzeptieren. Ja. Dann könnt ihr auch schreiben, wenn dann freigegeben wird. Genau, also der hier ist toll, den kriegt man relativ selten. Ist ein total harmloser, man nennt ihn auch Pencil Urchin, weil er halt so ganz, ganz dicke Stacheln hat. Ich habe jetzt hier live einen in der Kiste, genau. Der hat jetzt die Stacheln angelegt, wie ihr erkennen könnt hier.
Da kann man es sehen. Und dass es ein gemächlicher Fresser ist und so und sich tarnt, erkennt man daran, dass er tatsächlich ein bisschen Algen hier auf den Stacheln hat. Er reagiert auch, wenn ich ihn hier ein bisschen anticke. Hat man sehr selten. Also wir haben die früher sehr oft importiert, aber Karibik hatte eine Zeit lang Verbot, die durften gar nichts schicken. Und jetzt gibt es die halt wieder. Hier könnt ihr richtig sehen, wie aktiv der ist, wenn ich ihn ärgere. Also der, ne? Wie ich ihn da gerade aus der Anlage geholt habe, hat er die Stacheln natürlich alle hochgestellt gehabt und bei dem ist charakteristisch, wenn ihr den anfasst, dann stellt ihr die Stacheln alle flach. So wie hier, ne? Müssen wir mal gucken, ob er die auch wieder hochstellt, aber ich glaube, er ist so in Vorsichtsstellung. Enemy fragt, ob der zwischen den Korallen durchkommt. Jetzt Ja. so aus der Sicht von oben sieht es auch so ein bisschen aus wie so ein Lagerfeuer. Genau. Kannst jetzt so anmachen. Lagerfeuer-Seeigel. Bis auf der Gratille, also in dem bis auf der, den wir eben hatten, ich habe den Namen vergessen, da ist es tatsächlich so, die hier sind alle ganz vorsichtig. Das sind so richtige Grazien. Danke, Richie, für dein Abo. Das sind so richtige Grazien, die so zärtlich durchs Riff gehen, die schmeißen auch nichts um oder so. Das macht der Globulus übrigens auch nicht. Deswegen war das früher der beliebteste Seeigel, weil die einfach nichts umgefenstert haben, ja? Und der ist auch ganz filigran. Wie gesagt, wenn der seine Stacheln einklappt und so weiter, dann kommt er durch die kleinsten Ritzen durch und ja, fällt eigentlich gar nicht so auf. Aber ist Also eigentlich ein. richtig pieksig ist er ja nicht, ne? Also Nein, der hat ja recht überhaupt nicht. stumpfe. Ja. Ganz stumpfe hat der. Also ganz Ist er stumpfe dann Stacheln her. besonders giftig oder wie wehrt er sich ab? Weil der hat ja Nee. auch keine Klebestacheln, dass er Also sich was draufkleben kann, ne? bei denen jetzt glaube ich tatsächlich täuschen, tarnen, verpissen. Weil, wie man sieht, wenn der Stress hat, dann klappt der eigentlich seine Stacheln ein. Wenn der nachher gechillt ist, dann klappt er die wieder hoch. Ihr könnt das hier erkennen. Hier sind überall so rote kleine Ankerpunkte hier. Da ist wie so Gelenke. Und wie gesagt, der klappt das dann hoch, wenn er sich sicher fühlt. Und wenn er Stress hat, dann klappt er die tatsächlich alle ein. Jetzt sieht er auch so ein bisschen aus wie so ein Strohstern für einen Tannenbaum. Das sind wieder Vergleiche hier. So schön. Deswegen habe ich dich immer so gerne dabei. Aber guck mal, der geht auch, Ich wollte wenn, wenn. das hohe Niveau gerade mal ein bisschen senken, weißt du? Ja. Wenn der losgeht hier, guck mal, der ist gar nicht so langsam. Also die können noch schneller. Wie gesagt, da haben wir noch ein paar von da. Der ist so ein bisschen verkannt. So vor 5, 6 Jahren war der echt noch mega viel bestellt worden. Der ist so ein bisschen untergegangen irgendwie. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ihn keiner so zeigt. Kann natürlich sein. So, jetzt habe ich noch einen Seeigel. Den können wir noch zeigen. Dann haben wir die Segel auch schon durch. Finde ich den im Shop. Ja, das ist der. Warte mal. Wenn du den mal aufmachst, halt oben links, guck mal. Ja, der da. Der Lokunta. Das ist der meist missverstandene Seeigel überhaupt. Und vielleicht kann der Chat mir sagen, warum ich das so sage. Das ist doch der, in den man reintritt, wenn man irgendwie schwimmen geht im Meer, wo sich der Fuß dann entzündet, oder? Guck, da hast du schon den Irrtum sofort begangen. Und das ist das, warum den seit 3 Jahren kaum noch einer bestellt. Außer die alten Hasen, die wissen das. Der wird immer verglichen mit dem Schlimmsten. Du kannst ja mal, wenn das geht, nebenbei auf Meerwasserlexikon, gib mal, warte mal, geh mal in die Stachelhäuter. Mal sehen, wann wir was sehen. Klick mal drauf. Ja, habe Wir ich wissen, gerade schon. Seeigel, da sind doch Seeigel links. Guck mal, Ah, da ja, gehst ach du mal so, rein. ja, ich, ja. So, jetzt geh mal runter, scroll mal so durch die Gegend. Also nicht da, wo du jetzt scrollst, sondern in der Ach so, Mitte. hier muss man Danke. jetzt scrollen. Ja, Ja, alles bitte. klar, jetzt verstehe ich. Weiter. Wir suchen jetzt mal den Diadem-Seeigel, bitte. Halt, Also bei du bist zu D, würde ich schnell. sagen. Da, halt, da Nein, war er. da ist er doch. Genau, geh mal auf den Afrikaner. Nee, geh mal auf rechts, auf den Setosum. Diadema Setosum. So, das, liebe Liebenden, das ist der Böse. Den gibt es dann noch in ganz schwarz. Also wir haben den immer als Setosum bezeichnet. Da gibt es dann noch diesen Africanus, der tatsächlich aus Afrika kommt. Und das ist der, der den Leuten die Schuhe weghaut. Das sticht dir sogar durch eine Schuhsohle, wenn der richtig groß genug ist. Die sind super. Das sind super tolle Algenfresser. Einer der besten überhaupt. Aber er hat halt den Nachteil, er hat halt ein Gift in den Stacheln sitzen und da ist eine Tätowierung Scheißdreck gegen. Das sind solche Schmerzen, wenn du dich da stichst. Und der Claude hatte das ja auch schon mal gesagt. Da hast du ja überall dann blaue so Stichstellen. Das sieht aus wie tätowiert.
Ey, da gehst du aber ab. Grit hat nur einen gestriffen mit dem Arm oder sowas. Die war dann den Tag vollkommen ausgenockt. Da ging gar nichts mehr. Der wird auch recht groß. Wird oft in der Ja. Cauderni-Zucht benutzt. Also eine Fischsorte, die dann halt als Babys schwimmen, die schützen zwischen diesem Seeigel. Und du siehst ja, der wird 35 bis 50 Zentimeter groß. Ja. Das ist ein Wort, ne? Ja, das ist halt größer als ein Fußball, ne? Würde ich Die können sagen. wir tatsächlich auch bestellen. Das geht. Aber mache ich nicht mehr so oft. Wir kriegen die dann in sehr, sehr klein. Aber die Leute wissen halt, dass gefährlich ist. Und wenn du dich da piekst, ey, da gehst du echt ab wie ein Zäpfchen. Also das ist echt übel. So, und der wird halt, jetzt kannst du ja mal mit der Kamera nochmal in den Shop gehen oder mit auf das echte Tier, was ich hier sitzen habe. Genau. Der sieht dem verdammt ähnlich, hat aber null mit dem zu tun. Kannst ruhig mal jetzt auf Kamera gehen, auf zwei. Ich habe hier nämlich einen ausgetütet. Da sitzt er. Leute, ich muss euch sagen, das ist einer meiner besten Algenfresser überhaupt. Die putzen uns die Steine sowas von glatt und sauber. Es ist ein günstiger Seeigel. Ich weiß natürlich nicht, ob die Preise so bleiben können. Das sind jetzt noch welche aus alten Importen. Und wenn ihr das mitbekommen habt, ist es tatsächlich so, dass der Euro gerade schwächer ist als der Dollar. Wir werden so eine heftige Preissteigerung kriegen. Der ist jetzt, glaube ich, noch mit 14,90 im Shop. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr bleiben können. Wenn ich die nächsten bestelle, wird der mit Sicherheit teurer werden. Das ist wirklich ein Seeigel. Ich weiß gar nicht, ob wir da sogar Staffelpreise haben noch. Geh mal runter. Ja. Ab drei Stück, ne? 12,90. Das sind noch alte Preise, wie wir es früher hatten. Also ich kann euch nur sagen, das ist ein ganz, ganz toller, algenfressender Seeigel. Der braucht aber ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn ihr den einkauft und ihr packt den da rein, dann braucht der ein, zwei Wochen, bis der sich eingelebt hat tatsächlich. Die sind dann sehr, sehr zurückhaltend. Sieht man auch so nicht wirklich, weil sie auch erstmal versteckt sind und dann jetzt abends hier zum Beispiel, hier gerade durch die Anlage gucke, kommen die alle raus und putzen jetzt hier überall die Beckenkanten sauber, sehe ich gerade. Die kommen auch aus dem Wasser raus. Hier ist gerade einer, der kommt gerade komplett aus dem Wasser und hängt unter der Strebe, sehe ich gerade hier bei mir. Das können die also ab, ja. Das sind Riffdachseeigel, die also auch in Gezeitenzonen vorkommen. Da müsst ihr euch also auch nicht so viel Sorgen machen. Was man nicht sieht bei euch jetzt, also der hat halt grün-violette Stacheln. Die fangen halt grün an und enden violett. Sieht man natürlich nur, wenn man ihn direkt anleuchtet. Ansonsten wirkt der halt schwarz. Aber er ist eigentlich gar nicht schwarz. Also den kann ich euch empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit Algen und sowas. Davon mal so ein paar reingesetzt, sind wirklich gut. Wird natürlich auch größer. Das ist jetzt so ein Medium-Teil. Ich habe noch größere oder auch etwas kleinere. Ich mische das meistens, muss die immer sehr gut verpacken, weil durch die Stacheln können die natürlich auch durch eine Tüte durchpieksen. Das heißt, die verpacken wir meistens Dreier bis Vierer mit Tüten. Also das ist schon mal ein ganz schöner Aufwand. Manchmal verschicken wir die auch in Bechern und so. Aber ein sehr gut haltbarer Seeigel. Aber nicht für Nano oder so gedacht, ne? Nano geht halt nicht. Nee, Shop sagt ungefähr 150, ab 150 Litern wird es empfohlen, ne? Ja, genau. Ja. Also Ist er dann würde ich es auch giftig einsetzen. oder ist er Nö, völlig ungiftig? eigentlich habe ich da nichts. Also wenn er giftig ist, habe ich noch nichts gemerkt. Also ich habe mich schon mal gepiekst auch. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, hu, der hat auch keine spitzen Stacheln, sondern jetzt hat er reagiert, hast du gesehen? Krass. Die sind vorne rund, die Stacheln. Also so abgekantet, als wenn die geschnitten sind. Ja. Ne? Von daher piekt man sich da nicht so bei dem. Also wie gesagt, die haben wir noch da. Und eigentlich ist das mit dem Gratilla, nee Quatsch, mit dem Globulus, diesem blauen, den wir da hatten, sind das so die besten Algenvertilger. Wer Bock auf was Exklusives hat, nimmt sich mal so Pencil, Seeigel, weil die auch irgendwie richtig witzig sind und sind auch gerade alle unterwegs. Deswegen kann ich sie ansammeln, weil sie halt alle dunkel aktiv sind hier, ne? Obwohl der hier den ganzen Tag unterwegs ist, so wie der Globulus auch. Ja. Ja. Okay, den packen wir zurück. Dann haben wir Seeigel schon. Habt ihr Fragen? Also haut's halt rein in den Chat, ne? Dafür Ja, machen wir das ich Ganze gehe ja. hier mal durch, während du da gerade den Kollegen wieder in sein Ist Wasser wieder in seinem bringst. Habitat, ja. Ja, genau, Habitat, das war das Wort. Rainer Bruns sagt, dass diese Diademseeigel auch lustig für Taucher sind, wenn man irgendwo dann da reinfasst. Ja, Ja. tatsächlich. Da machst du dicke Backen. Unbedarft. Da machst du dicke Backen, ja. Da machst du Oder dicke Backen. vielleicht, je nachdem wohin, vielleicht dann auch nicht mehr. Es ist krass übrigens, wie viele Schnecken hier gerade unterwegs sind. Die sehe ich den ganzen Tag nicht. Enemy sagt übrigens 150 Liter ist Nano.
Enemy? Bist du Claude Schumacher? Der war gut. Der war gut. Nano funktioniert doch alles nicht. Ja, Der erinnert genau. mich Am so ein bisschen an besten. meinen Vater, der hat das auch immer gesagt. Nee, Nano, das geht alles nicht. Geht Ja. alles kacke. Ritchie sagt, am besten in der Tupperdose verschicken. Ja, wenn er das Geld dafür hat, kann er mir ja mal ein paar Tupperdosen schicken. Sylt fragt, ob der letzte, den wir jetzt zum Schluss haben, auch an Fadenalgen geht. Ich würde sagen, du hattest ja gesagt, dass alle Seeigel an alle Algen gehen, mit unterschiedlicher Vorliebe, ne? Also geht er Genau. auch an Fadenalgen dran. Ja, nimmt er auch mit. Wenn du halt Hardcore-Fadenalgen hast, bis der Arzt kommt, dann muss er diesen Tribneustes nehmen, der halt als etwas giftiger erklärt worden ist. Also ich hätte die Ja. Kamera hier auf mein Schaubecken machen sollen, Lumi, weil jetzt hier alles, was hier rumkriecht, echt gerade unterwegs ist, abgefahren. Ich sehe das Becken ja selten so nach Feierabend, ne? Aber ich wollte sagen, Licht ist aus, ne? Ja, alles total voll hier mit Krabbeln, aber ist gut, dann kann ich es euch zeigen. Also Fadenalgen, kannst du den letzten nehmen, den wir hatten, mit den schwarzen Stacheln, der frisst sowas. Und dann halt der, den ich leider im Moment etwas größer da habe. Das ist so die Number One im Fressen von Fadenalgen, muss ich sagen. Und dann kommt halt der Globulus.